Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Randomizer-Projekt hier auf deinem Kanal. Ich bin euer Zelda-Junge und es geht endlich weiter. Ja, ein mal wieder lange gewünschtes 2D-Zelda-Projekt startet heute wieder. Und ich würde sagen, wir nennen uns erstmal wieder Link, wie wir das immer tun. Und ja, heute ist The Minish Cap dran. Oder The Minish Cap, ich spreche das immer so richtig schön deutsch aus. Ich hoffe, das ist für den einen oder anderen erträglich. Ich weiß natürlich, dass es Minish Cap heißt. So, aber ab und zu wird er wahrscheinlich auch mal Minish Cap fallen. So, wir spielen, ja, als Link. Ich habe den ein bisschen anders angezogen. Optionen ist alles schon geilo. Wir haben das Game auf Deutsch, auch richtig geil. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Also, das Ziel dieses Randomizers ist, alle Dungeons zu beenden und dann mit dem Schwert der vier Fati zu besiegen. Wir haben dabei wieder alle Schlüssel gerandomized, sowie sämtliche Items, die Schriftrollen des Dojo-Meisters, Kompass und Karten von den Dungeons sind bereits vorhanden. Ich habe auch einige Items doppelt belegt, weil Minish Cap ist einfach nicht mein stärkstes Zelda-Spiel, ist einfach so. Ne? Ich habe da extra so ein bisschen das jetzt leichter gemacht, dass wir die Möglichkeit haben, Items quasi doppelt zu finden. Habe ich in dem Sinne gemacht, falls ich nicht alle Schatzkisten finden sollte, dass wir da trotzdem alle Items irgendwie rankriegen. Genau, die ganzen blauen und roten und grünen Glücksfragmente, die sind bereits kombiniert. Bedeutet, die ganzen Eingänge und so weiter sind schon offen. Und die goldenen, ja, die müssen wir noch finden. Ich habe auch direkt eins gefunden. Geheime Welt von Tabanda. Sehr schön. Dann, ich glaube, es lohnt sich gar nicht, das einzusammeln, weil ich habe noch gar keine Bombentasche etc. pp. Hier, was sagst du? Oh, Link, du bist wieder da. Du warst schon fast überall in Hyrule. Da fällt mir ein. Warst auch schon mal am Sela-Wasserfall? Angeblich hat noch kein Mensch seine Quelle gesehen. Sei vorsichtig, wenn du dorthin gehst. Na gut. Jo, also stapfen wir mal los und gehen mal in unser Abenteuer rein. Südliche Ebene von Hyrule. Ja, also Leute, gerade die, die sich jetzt ordentlich mit diesem Projekt hier auskennen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen könnt. Wenn ihr seht, ach, du kannst vielleicht noch dahin gehen und dorthin gehen. Und ja, einfach, ne? Einfach ein bisschen raushauen. So, wir haben ein Glücksfragment. Warte mal, welches war denn das? Das oder? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich hoffe, es ist das. Ich mache mal das an. So, ein Herzteil haben wir bekommen. Irgendein, ja, Geld nehme ich auch erstmal. Am Anfang vielleicht nicht ganz so schlecht. Aber eine Waffe oder ein Item erstmal wäre auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Leute, haut da gerne einfach raus, wenn ihr merkt, den Geist musste man mit dem Büsterich einsaugen. Wow, ein Rubin, klein aber fein. Genau, den Geist musste man mit dem Büsterich einsaugen. Das müssen wir später machen. Einfach raushauen, wenn ihr merkt, ich kann irgendwas machen oder so, dann gehe ich diesen Tipps auf jeden Fall nach. Wie gesagt, die ganzen Eingänge sind schon offen. Weil ich glaube, wenn ich dann jetzt mit dem Kombinieren erst noch anfange und das in einem Randomizer, das würde ewig dauern. Und ich glaube, da bin ich auch echt in Minish Cap an sich, bin ich da echt zu schlecht. Also dahingehend tut mir das echt leid. Aber ich hätte gesagt, wenn wir das Game hier ordentlich durchgezockt haben, werde ich wahrscheinlich so in der Lage sein, dass wir das vielleicht dann das nächste Mal ein bisschen schwieriger machen können. So, wir können ja auch rollen, stimmt. Ich hätte gesagt, wir gucken erstmal in die ganzen Gebäude rein, oder? Guck mal, da ist eine Schatzkiste. Wie gesagt, das Projekt ist für mich halt... ich kenne mich ein bisschen aus, aber lange ist es her. Vier Jahre ist, glaube ich, her, dass ich das Ding angefasst habe. Okay, da oben liegt ein Köcher, aber da können wir ja noch nicht hin. Also wir haben ja schon die Mütze. Das heißt, wir können uns standardmäßig immer klein machen. Aber ich glaube, um darüber zu kommen, müssen wir das Ding umdrehen können. Das geht aktuell noch nicht. Dementsprechend, naja. Guck mal erstmal, was in den ganzen Häusern so drin ist, würde ich sagen. Okay, ein Shop. Der hat da 30 Pfeile liegen. Das ist schon mal alles unwichtig. Da ist noch ein Herzteil. Hier ist ein Schmetterling. Wofür ist der Schmetterling, Leute? Grab.
Grabschmetterling. Ein Grabschmetterling. Wofür ist der, Leute? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe kein Geld, sorry. Ich habe kein Geld dafür. Das Herzteil, was kostet das? 300, okay. Ja, ja, ich habe nicht genug. Schade. Okay, was ist mit dir? Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Ah. Da erinnere ich mich an Din, Nairu und Farore, ne? Die stehen da irgendwo rum, glaube ich. Hallo? Ah ja, das war der Dojo-Meister. Dem müssen wir da immer die Rollen bringen, ne? Glaube ich, irgendwie. Beziehungsweise jetzt aktuell kann ich ja mit dem nichts machen. Ich habe auch kein Schwert und so. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Genau, ich glaub, wir brauchen die Dojo-Rollen. Und dann müssen wir immer mit dem reden. Irgendwie so. Hier, geh mal aus dem Weg hier, komm. Rüber. Jo, hier können wir auch nichts machen. Wie gesagt, kombiniert ist halt schon alles. Wir müssen eigentlich nur über die Overworld latschen. Oh. Ist das Silber-Upgrade? Silberpfeile, Alter. What the heck? Komme ich da drüben rein? Bam, bam. Darf ich da rein? Nö. Die Tür ist verschlossen. Von hier kommt man nicht rein. Muss ich dann ein goldenes Amulett für activaten? Hier komme ich rein. Aber da muss ich, glaube ich, kämpfen, ne? Im Traum. Das lohnt sich jetzt auch nicht ohne Schwert. Ja, hier muss ich auch wieder klein... Achso. Hier kann ich mich klein machen. Aber bringt mir das was? Gute Frage. Nächste Frage. Wir gucken mal. Bam, bam. Bis jetzt noch nicht so erfolgreich, ne? Okay, jetzt erstmal nicht so viel. Hi. Schlumm hat dringende Aufträge, also weck ihn schnell auf. Wir machen die Schuhe, also geh du doch zur Hexe Sirup, ja? Die Hexe Sirup wohnt im Norden des Tyloria-Waldes. Ich habe es auf der Karte markiert. Aber wie wecken wir den auf? Ist das nicht auch... Ist das auch ein goldenes Amulett? Wie gesagt, die anderen Amulette sind ja alle kombiniert. Ja, okay, der schläft. Oder das ist schon gemacht irgendwie. I don't know. So, hier haben wir eine Bäckerei. Hier ist aber auch alles am Start. Wo kriegt man irgendwelche Items von denen? Weil... Ne. Nö. Okay, dann haben wir das Game hier noch. Das ist so ein Minispiel. Das würde ich jetzt aber auch erstmal nicht machen, weil so viel Geld haben wir jetzt am Anfang noch nicht. Ich würde erstmal ein bisschen sparen. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns erstmal die Overworld ein bisschen angucken, weil da sind ja auch viele Eingänge und sowas jetzt erschienen, ne? Und ich glaube, da können wir vielleicht auch rein. Guck mal. Was haben wir? Hier haben wir doch mal schon mal eine Schatzkiste. Toll, 10 Pfeile. Nice. Ansonsten geht es dann nicht weiter. Brauchen wir dann erst das Schwert der 4. Damit wir den Stein da bewegen können. Also bis jetzt läuft es richtig gut, ne? Okay, komm, wir gucken uns erstmal die Overworld an. Nördliche Ebene von Hyrule. So, guck mal, da haben wir jetzt nämlich schon 4 Bäume, die, glaube ich, allesamt erscheinen würden, wenn wir irgendwas kombinieren. Geh doch. Es geht doch. So, da haben wir unsere Waffe. Schön. Kann ich das auf... Kann ich das wechseln? Danke. Ich mag mein Schwert auf B. Ich mag mein Schwert auf B. So, komm her, du kleiner. Zack. Endlich. Oh, direkt eine Fee gedroppt. Jetzt geht's rund, Leute. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Waffe. Zack, und hier gibt's überall Schatzkisten. Das ist auf jeden Fall für einen Start erstmal richtig geil. Wenn man direkt mit dem Schwert anfängt, immer gut. Jo, schreibt gerne schon mal in die Kommentare rein, wie euch das neue Projekt gefällt. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf auf schönen Minish Cap Randomizer. Boah, jawoll, die Maulwurf-Handschuhe, die können auf jeden Fall auch nützlich sein, um neue Items zu finden.
Da haben wir doch schon mal zwei schöne Items. Cool. Das freut mich natürlich sehr. Okay. Zack. Und da erscheint jetzt noch eine Leiter. Und dann können wir die Kiste in der Mitte uns auch noch holen. Schön. Was haben wir hier? Ein grün Rubin. Geil. So viele Schatzkisten schon gehabt, einfach wie die übelst Pech bringen. Oder mit dem wir übelst Pech haben. So, jetzt hier, da muss sowas Geiles drin sein, oder? Oh Mann. Einfach so die final Schatzkiste und dann so ein Herzchen. Okay, wo können wir hin? Was können wir machen? Ein Schloss ist, glaube ich, unlogisch. Da können wir auch nicht weiter, da brauchen wir Bomben. Ba, 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 ba. Hier ist auch schon wieder was. Das ist eine Feenquelle, okay. Wenn ich mich mal aufladen will, hier haben wir eine schöne Feenquelle. Zack, zack. Hier brauchen wir auch Bomben. Ba, 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 ba. Geh weg. Du, 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 du. Zack. Was ist das? Da muss ich dagegen rennen, oder? Mit Pegasus-Stiefeln? Oder wie war das? Ah, Leute, ich bin da komplett raus aus dem Game, ne? Also, wie gesagt, gerne ganz viele Tipps geben. Da bin ich voll gerade aktuell dabei. Ich glaube, sonst könnte das ein längeres Projekt hier werden. Wäre jetzt so meine Ambition auf jeden Fall, dass ich da mit den Pegasus-Stiefeln mal dagegen rennen würde. So, die Tür ist zu und der Schlüssel ist weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Aber das, guck mal, da hinten können wir uns doch klein machen. Ach herrje, ich wollte doch in die Stadt London Milch verkaufen. Ja, das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Pass auf. Ich hoffe, da ist jetzt nichts anderes, was ich noch machen muss. So, hier kann ich mich dann direkt groß machen. Ach so. Aber wo ist der? Wo soll der denn sein, der Schlüssel? Kannst du mir das mal verraten? Ich glaube, das hat jetzt gar nichts gebracht, was ich hier gemacht habe. Nö, nicht wirklich. Hä, woher soll ich denn den Schlüssel hernehmen? Hier komme ich ja jetzt auch nicht weiter. Kommen wir jetzt hier nirgendwo durch? Müsste ich von der anderen Seite kommen? Aber da komme ich... Wie komme ich denn da hin? Komme ich da irgendwie rum? Warte mal... Ich sehe da aktuell eigentlich keinen Durchgang, wie ich darüber kommen soll. Als kleiner Bim vor allem nicht. Vielleicht später? Naja. Gut, gehen wir erstmal weiter. Hey, da müssen wir die ganzen Steine irgendwie... Hier haben wir noch eine Hütte. Da ist auch gar nichts drin. Wahnsinn. Aber hier können wir graben, ne? Jo. Geil. Du, du, du. Okay, das sieht mir nach Geld aus auf jeden Fall. Oh Gott, und hier so ein... Was? Alter, hält er viel aus. Und sonst ist hier nichts? Was ist das? Achso, das ist auch wieder so ein Ding, mit dem man kombinieren muss, ne? Das heißt, das ist wahrscheinlich schon erledigt hier. Gehe ich mal stark von aus. Ja, dann hat uns das jetzt auch gerade gar nichts genützt. Da ist eine goldene Schlange, aber die sollte nur Geld droppen. Im Normalfall. Ich habe da jetzt auch nichts eingestellt, dass die irgendwie was anderes droppen sollten. Ich glaube, wenn hier nur so Löcher sind, brauchte man den Wirbelstab, ne? Da konnte man sich, glaube ich, dann nach oben schießen lassen. Ja, da drüben ist eine Schatzkiste. Die bringt mir aber gerade nichts. Der Tyloria-Wald. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ein Herzcontainer. Das ist geil. Bisschen stärker. Und da drüben ist direkt die Ocarina. Da komme ich jetzt nicht hin, ne? Ne, schwimmen kann ich gerade nicht. Okay, aber Tyloria-Wald ist ja jetzt erstmal nicht so schlecht. Das ist ja Anfangsgebiet. Vielleicht finden wir ja hier was Schönes. Guck mal, hier ist auf jeden Fall schon wieder ein Durchgang. Vielleicht gibt es eine Schatzkiste. Oder einen Deku-Kerl. Ah, den kann ich...
Mist. Den kann ich aktuell nicht erreichen. Da brauche ich Schild, glaube ich, ne? Da brauche ich ein Schild. Okay, kein Problem. Hier kann ich mich durchbuddeln. Oh ja, zwei Schatzkisten, Leute. Oh, und Raubschleimer en masse. So, einer ist down. Die halten ganz schön was aus. Gott. Alter, halten die was aus. So, jetzt aber. 10 Pfeile, toll. Danke für nix. Und ein Herzteil. Ja, ja, nehmen wir mit. Gut, ansonsten war es das hier von der Seite. Okay, da drüben können wir rein. Da muss ich aber rüber schwimmen wahrscheinlich, ne? Ja, okay, da brauche ich erst die Flossen. Da brauche ich erst die Flossen. Okay. Gott, hier komme ich. Ne, hier komme ich auch nicht weiter. Aber Hauptsache erstmal 5-mal ins Wasser fallen. Okay. Ah, eine Schatzkiste. Noch ein Herzteil. Heiliger. Haufen Herzteile. So, hier kann ich mich klein machen. Muss ich, glaube ich, auch, oder? Nö, hier ist erstmal Wirbelattacke. Wirbel ist Spin Attack wahrscheinlich, ne? So. Eine Technik von Meister Magnus. Ach, die kann ich jetzt direkt. Jo, geil. Sehr schön. Oh, okay. Das gefällt mir. Okay, hier ist direkt noch eine. Energiestrahl aus dem Schwertspitze. Energiestrahl aus der Schwertspitze schießen. Sehr praktische Notlagen. Warte mal, das ist Energiestrahl? Beam, ne? Aber ich glaube, das Schwert hier kann das nicht. Ich glaube, dafür brauche ich das Schwert der 4. Ich glaube, ja. Okay, gut. Wirbelattacke ist aber nice auf jeden Fall. Wirbelattacke ist eine sehr wichtige Attacke. Ich nutze Wirbelattacke sehr viel bei Bossen gerade. Super wichtig. Geht hier rein. Jo, Schatzkiste einfach geil. 10 Bomben. Das nützt mir halt nichts, ne? Mein Inventar... Nö, das nützt mir nichts, weil ich kann die halt einfach nicht benutzen. Brauch halt eine Bombentasche. Ansonsten useless. Schade. So, das ist jetzt das Dorf der Meinisch. Frage... Ah, stimmt, hier gibt es ja auch überall schon die Schatzkisten. Jetzt immer voll, jetzt sollten wir Rubine ausgeben oder mal eine größere Tasche erwerben. Dorf der Wald, Meinisch. Okay, gucken wir mal. Hi. Die Vorfahren von uns Meinisch waren vor langer Zeit durch ein Tor von ihrer Welt in die Welt der Menschen gelangt. Toll. Aber wir scheinen schon die Sprache der Meinisch zu kennen. Weil normalerweise muss man, glaube ich, so eine Frucht essen. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war der Wirbelstab, oder? Ja, der Wirbelstab. Geilo. Zack. Sehr schön. Er dreht Dinge um und verwandelt Löcher in Sprungbretter. Genau. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Nice. Aber ich kann ja sowieso schon mit denen reden, ne? Außerhalb des Dorfes lebt ein komischer Kauz, der Werkzeuge erforscht. Bei seinem letzten Besuch fragte er, hast du rotes und blaues Elixier? Vielleicht hat er ja Schnupfen. Hm, möglich. Boah, geil. Jetzt können wir das einfach schon machen. Das ist richtig gut. Schön. Also wir haben schon 3 sehr, sehr gute Items. Wir sind schon ein Herzcontainer stärker geworden. Ja, das ist der Rückweg. Wir müssen, glaube ich, mit dem Ältesten reden. Hier gab es auch noch was, oder? Ein Schlüssel. Dunkles Schloss Hyrule. Ja, das hier, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Da kann man auch noch schwimmen. Brauche ich halt die Flossen für. Okay, ich erforsche jetzt mal den Rest des Dorfes. Ich glaube, das mache ich noch in der Folge und dann ist die erste Folge schon wieder vorbei, liebe Leute. Es geht immer sehr, sehr schnell. So.
Nee, der kann mich nicht verstehen. Warum kannst du mich nicht verstehen? Jeder andere versteht mich, aber du nicht? Was ist das denn? Die Sache ist halt, ich kann jetzt diese... Du hast jemanden zu besiegen und das Erdelement vom Altar geholt? Es ist schon unglaublich, was du alles kannst. Finde ich auch. Ja, das Problem ist halt, wir haben jetzt diese Frucht nicht, ne, mit der wir eigentlich mit denen reden konnten. Und wie geht es, Meta? Singen seine 7 Schüler immer noch das Eisenerzlied? Ah, ja, ja, diese Zwerge, ne? Also beziehungsweise sind das ja auch meinisch, aber die sind so Butler-Zwerge. Und hier war ich, glaube ich, schon drin, ne? Ja, dann habe ich jetzt nur noch oben die Haupthalle, wo es dann auch in den Dungeon durchgeht. Aber ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir erstmal wieder umkehren. Ich glaube, wir brauchen halt diese... Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Mhm. Aber die habe ich nicht. Das war der Wirbelstab halt. Okay, dann sind wir hier fertig. Und ich würde sagen, wir können uns dann quasi hier wieder auf dem Rückweg machen. Wirbelstab haben wir jetzt. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar neue Orte erforschen. Das ist schon mal ganz geil. Denn diese ganzen Löcher, die wir jetzt halt gesehen haben, da können wir jetzt quasi rein und können da einmal hochjumpen. Wir können uns hier quasi merken, wir brauchen die Quatschbirne und die Flossen, damit wir hier weiterkommen. Ansonsten war hier, glaube ich, jetzt nicht wirklich etwas. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's erstmal für die erste Folge von The Minish Cap Randomizer. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Hat schon mal richtig Laune gemacht jetzt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, schreibt mir gerne Tipps und Tricks und wo ich noch hingehen soll und was ich noch machen kann, was ihr denkt, was ich noch machen soll. Denn, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, ein bisschen hoffnungslos verloren sonst. Denke ich sogar sehr stark. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne schreiben, wie euch das Projekt gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Zur nächsten Folge zu The Minish Cap. Tschüssi, Leute.